Oha, du scheinst mir kein normaler Wolf zu sein. Schauen wir mal, was er aushält. Aushalten tut er viel, austeilen eher weniger. Oh, 650 Erfahrungspunkte und zwei Leute haben Level Up. Okay, davon können ruhig noch ein paar mehr kommen. So, eine Stufe höher. Oh, was geben wir denn mal? Bögen oder Äxte? Ein Fernkämpfer mehr kann nicht schaden, also geben wir ihm mal den Bogen. Einverstanden. Und dünner hier. Nichts Besonderes. Aber sie kann jetzt einen Spruch mehr am Tag. Auch eine Stufe 1, aber besser als nichts. Und sie hält jetzt ein bisschen mehr aus. Was für ein Magier immer wichtig ist. Sonst ist sie meist nach einem Schlag tot. Jetzt hat sie wenigstens ja schon mal 12 Lebenspunkte. Aber gut, ich schaue mich mal weiter um. Oh, hier ist ein richtiger Höhlen. Also ein Wolfsbau wahrscheinlich. Na gut. Schauen wir mal, was wir noch an Zaubern übrig haben. Ja, super. Ja, dann können wir uns da auch mal reinwagen. Mal schauen. Auch wenn in einem Wolfsbau eigentlich nicht so viel zu holen sein dürfte. Ja, komm mal her zu uns, damit wir noch schön den Eingang im Rücken haben. Und alle auf da. Ja, genau wie die anderen beiden Wölfe. Verursacht er bei uns fast gar keinen Schaden. Eine offene Wunde im Antlitz von Mutter Erde. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. Shahira hat irgendwas zu meckern. Eine offene Wunde im Antlitz der Erde? Meint sie die Höhle? Was ist das für eine Kiste? Erstmal Fallen suchen. Währenddessen schaut sich Gerogon noch um. Nö. Oh, 300, 240 Goldmünzen, Schmuck und eine magische Waffe. Döner hier. Schüttelt den Kopf. Na gut. Aber das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt, hier reinzuschauen. Oder meinte Jahira das in Bezug auf die Axt? Vielleicht hat sie irgendwas gespürt. Wäre sie eine böse Axt, oder? Werden wir noch früh genug herausfinden. So. Damit hätten wir das Gebiet aber eigentlich auch schon abgeschlossen. Hier unten wird wohl kaum noch was sein, so nah am Kartenrand. Das heißt, wir gehen jetzt einmal genau in die andere Richtung und verlassen die Karte im Norden, damit wir das Gebiet da freischalten können. Ist eigentlich ein Feature, das ich ganz gerne mag. Also, dass man die Karte an der richtigen Seite verlassen muss, um halt das dementsprechende Gebiet aufzudecken. Aber für ein Let's Play ist es natürlich ein bisschen nervig. Aber naja, kann ich so lange ein bisschen resümieren, weil jetzt nochmal die Zeit zusammenfalten, habe ich nicht so Lust drauf. Wir suchen ja immer noch den Kommandanten Brage. Was auch noch auf unserer Liste steht, sind die Tasloy im Mantelwald, den Brief vom toten Halbling, Kylies Dolch. Oh, Wölfe. Aber das scheinen normale Wölfe zu sein. Also Kylies Dolch und der Kontaktmann im Beregost. Aber den machen wir erst, wenn wir hier ein bisschen alles ausgekundschaftet haben. Und dadurch geht ja die Hauptstory weiter. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So, und der letzte Wolf. Genau. Weiter geht's. Haben nur ein paar Schrammen bekommen. Das passt schon. Obwohl bei dem Kommandanten Brage, da hätten sie uns ruhig ein paar mehr Hinweise geben können. So die ungefähre Richtung, aus der er die Stadt verlassen hat. Oder. Was macht ihr denn hier alle? Ich habe die Karte eigentlich doch vollkommen aufgedeckt.
Und auch ein Zwart alleine. Wie sinnlos ist das? Na komm. 8 Goldmünzen haben oder nicht haben und weiter. So, dann hoffen wir mal, dass da oben überhaupt ein Gebiet ist. Weil sonst hätten wir das nähere Umland von Nashkel eigentlich schon. Zwar nicht direkt Norden, aber... Na gut, schauen wir mal dahin. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Uns haben wieder Feinde aufgelauert, aber wir sehen keine. Das könnte wieder der Ninja-Bär sein. Bist du da, Ninja-Bär? Nee. Oh, schön. Noch ein Pelz. Der letzte hat dir richtig Gold gegeben. Gucken, ob der Händler den zweiten auch noch kauft. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Na? Bisher? Ja, das ging ja flott. Und mal so eben 1000 Erfahrungspunkte. So, Pelz hacken wir ein. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Jupp, sind wir. Und ich schaue mich mal weiter um. Der ganze Gebirgspass sieht irgendwie so aus, als wenn er hier was abschotten würde. Gucken wir mal. Oh, Level Up für Jahira. Das ist doch schön. Aber mich interessiert erstmal, ob hier... Ah, noch mehr Xwarte. Noch mehr viele Xwarte. Aber die können ja nicht viel. Sterben schnell, machen nicht viel Schaden. Aber die Masse macht's halt. Obwohl selbst diese 5 oder 6, was das jetzt waren, fallen nicht wirklich ins Gewicht. Ah, jetzt werden es mehr. Und hier scheint eine Art Dorf zu sein. Oh, noch viel mehr. Ja, nee, dann ziehen wir erstmal den Pass hier zurück. Versuchen, die in kleineren Grüppchen aufzuteilen. So, dreht euch mal. So. Und jetzt Krieger. Rauf da. Am besten nicht umzingeln lassen. Du greifst die hin. Ja, doch, sind schon ein paar mehr. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aber die verfallen alle schon in Panik. Klar, wenn alle ihre Freunde und Verwandten nacheinander abgeschlachtet werden, würde ich auch in Panik verfallen. So. Und überall schöne Goldmünzen, Schriftrollen. Alle schön zusammenbleiben. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Und nur weil die Xwarte rumlaufen, heißt das nicht, dass hier irgendwas Schlimmeres noch nicht sein könnte. Ja, schreit doch alle. Ah, immerhin keine Pfeile mehr. Düner hier musste ich ja vor kurzem auch einmal wieder aufstocken, weil sie ihre verbraucht hat. Also ihre Steine. Aber wo Düner hier, warum machst du nichts? Na gut, sammeln wir mal hier unten ein bisschen ein. Obwohl, ja, verteilen sich wieder über das ganze Dorf. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Nein, nein, schön zusammenbleiben. Monster, du bringst uns um, aber wir haben dir nichts getan.
Ihr habt uns angegriffen. Ursa dich umbringen, uns beschützen, weil Ursa gnädig ist. Oh. Er ist Ursa. Oh, du bist Ursa? Weg da. Ihr werdet alle sterben! Für die Gerechtigkeit! Komm. Ich bin wirklich nicht mit dann greift mal erstmal den Kleiner kurz an. Und dann Ursa. Und ihr geht nochmal auf den Kleinen da. Oh, ja, Ursa macht gut Schaden. Shahira hat auch keinen Heilzauber mehr. Aber sie kann mal die Gruppe segnen. Gerugon hat auch keinen Heilzauber mehr. Hm, nicht gut. Oh, weg da. Oh. Warum ist sie ganz weg? Shahira tot. Wie jetzt? Nee, das kann nicht sein. Na super. Ja, da muss ich neu laden. Da ist irgendwas Komisches passiert. Also, dass Leute ganz sterben, kenne ich eigentlich nur, wenn sie versteinert werden und dann zerschlagen werden. Aber so? Hm. Na gut. Laden. Wo war das letzte? Okay. Also hier hatten wir schon aufgedeckt, da war nichts. Und da war der Weg hoch zu der kleinen Stadt. Sowas finde ich echt ärgerlich, wenn irgendein Bug oder dergleichen das Ganze dann kaputt macht. Ich meine klar, der Bär hat gut reingehauen, wir haben nicht schnell genug Shahira abgezogen. Also wäre es okay, wenn sie sterben würde. Aber so ganz ausgelöscht ist nicht wirklich nachvollziehbar. Und das Verschwinden kenne ich sonst auch eigentlich nur von Monstern. Weil wenn man in der englischen Version Monster mit sehr viel Schaden oder kritisch tötet, dann zerplatzen die quasi schon. Also fliegen in allen Stückchen davon. Das haben sie in der deutschen Version halt rausgeschnitten. Da verschwinden die Monster einfach nur. Was auch sehr komisch ist, weil keine Leiche da bleibt. Hier ist irgendwie sowas ähnliches mit Shahira passiert. So, aber jetzt konzentrieren. Schön systematisch Xwarte töten. Und den Ninja-Bären ausweichen. So, hier stehen bleiben. Ah, ja, sie hat keine Steine mehr. Imun hat gleich keine Pfeile mehr. Déjà-vu. Und die Pause geht nicht unbedingt automatisch ein, wenn man das Inventar aufmacht. Daran habe ich mich immer noch nicht gewöhnt. So. Ja. Komm mal wieder einen Schritt zurück. Und drauf da. Greift auch an, okay. Ihr werdet alle sterben! Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So, nee, zusammenbleiben auf den da. So, und gleich müsste wieder der Anführer oder was das ist kommen und uns als Monster bezeichnen. Eigentlich müssten die Kreischlinge heißen und nicht diese kleinen blauen, weil die machen hier wesentlich mehr Lärm. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So, jetzt aber. Genau, das ist der Anführer. Next Lit der Xwart. Monster, du bringst uns um. Ja, das haben wir schon mal gehört. Jetzt kommt der Bär. Können wir schon ein bisschen draufzaubern. Immun kann drauf schießen. Shahira segnet die Gruppe. Und Gerugon geht mal ran, weil er hat auch am meisten Lebenspunkte, wenn ich mich recht erinnere. Ah, wo willst du denn hin? Oh, Minsk hat keine Waffe. Schon wieder zerbrochen. Und das Spiel pausiert nicht. So, also Minsk hat keine Waffe. Das geht so nicht. Geben wir mal ein Bastardschwert.
Oder die Hellebarde? Ja, komm, Minsk. Das ist doch eher dein Ding.